Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu Dragon's Dogma. Wir sind in der Kammer des Bedauerns, haben gerade bei dem Händler ein paar Heilmittel eingekauft und werden jetzt in die Arena gehen. Wir werden mal gucken, was uns da erwartet. So, jetzt haben wir erstmal alle geschützt. Und Spannung, weil in der Kammer des Bedauerns bislang haben wir gar nicht kämpfen müssen. Jetzt mal gucken, nicht, dass uns da irgendwas wirklich Heftiges erwartet. So als Ausgleich dafür, dass wir bislang nicht kämpfen mussten. Okay. Dann mal schauen, sind da wieder. Ah, Goblins. Dann kommen wir her, machen wir erstmal die Schattenklinge. Falls da mehrere kommen. Grimm-Goblins sind ja unangenehme Vasallen hier. Oder. Wer oder was? Ach du Schande! Okay. Ja. Gut, dann haben wir den noch gar nicht gesehen. Da ist ein. Oh, Attack. Genau, du hast eine unglaubliche Narbe hast du. Das ist ein gut aussehender hier, unser. So, sollen wir uns erstmal mit diesen Grimm-Goblins auseinandersetzen? Glaube ich. Komm her, komm, komm. Ah, verflixt aber auch. Okay. Au, 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 au. Da kommt mal gerade der nächste. Komm her. So, da haben wir. Nein, noch nicht, noch nicht, noch haben wir nicht. So, da ist also ein Golem, ja, Scheibenkleister. Okay. Und was ist da unten? Naja, werden wir dann sehen. Jetzt werden wir uns erstmal versuchen, gegen diesen Golem hier zur Wehr zu setzen. Klettere hoch. Ah, ich bin runtergestürzt. Die hat ganz doof. Aber allzu viel habe ich mir nicht gemacht. Auch schön. Also dann wieder nach oben. Oh, was kann man hier? Goblins, Grimm-Goblins wieder. Werden wir mal gucken, dass wir uns vielleicht mit denen hier beschäftigen erstmal. Ja, hier. Ja, komm her. Wow, 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 wow. Die können echt was ab. Wer schießt denn da immer? Ach so, das sind noch meine Pfeile. Eieiei. Sternstunden aus der Serie blöd gelaufen. Es ist natürlich doof, wenn man gegen einen Gegner oben kämpft, dann kann man runterfallen. Ja, komm. So, okay. Aha, was haben wir denn hier noch? Jetzt haben wir hier unten alles. Komm her. Okay, also dann. Ja, suboptimal ist das gelaufen. So, das ist nicht gut gelaufen. Dann also weiter den. So. Dann aber erstmal versuchen, diese blöden Grimm-Goblins. Eieieiei. Komm her. Noch mehr. Oh, mein Verflixer aber auch. Die sind nicht ohne. So. Okay, also die Kammer ist heftig. Ja, wie gesagt. Komm her, komm her, komm her. Und Quellwasser, sehr schön. So, da ist noch einer. Komm her. Und nicht aufhören zu schlagen. Ja, komm, da wäre jetzt vielleicht Feuer besser als die dunkle Energie. Und jetzt ist die Frage, haben jetzt die Grim Goblins? Ne, da ist noch mal irgendwo einer. Komm, 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 komm. Erstmal die nerven nämlich, bevor wir uns hier mit den Großen erstmal auseinandersetzen. So, ich halte den Festschlag zu. Ja, wunderbar. Nur irgendwie bin ich hier gerade im Weg. Beziehungsweise nicht ich bin im Weg, sondern. So, okay, dann werden wir uns erstmal den Zyklopen annehmen. Oh, komm her. Du kriegst noch mit dem. So, komm her. Der Golem ist ja so ein bisschen lahm. Den machen wir zuletzt. Vorausgesetzt, er lässt uns. Nix wie weg hier. So, komm her. Und dann werden wir ihn ein bisschen anzünden. Ich sag's jetzt nicht wieder, brenne, brenne, weil das habe ich schon so oft gesagt in diesem Let's Play. So, komm mal her. So, ja, jetzt ist die Rüstung runter. Und schön zuschlagen. Ich muss leider jetzt mit dem normalen Skill, weil ich könnte allerdings einen flüssigen Elan nehmen, aber vielleicht brauchen wir den noch für was anderes. So, dann hauen wir den mal weg. Ich weiß nicht, wo der Golem ist, aber momentan. Juhu! Komm, die Blutkaraffe nehmen wir mit. So, dann kriegst du dann doch noch ein paar mit dem Pfeil. Weil der macht eigentlich ganz gut Schaden, wenn man ihn nicht gerade. Ja, genau diese blöde Rüstung. So. Komm mal her, dich haben wir jetzt gleich. Jep, komm. Jawohl, so, den haben wir jetzt. Du hast auch Lazarussteine getroppt. Nehmen wir mal so ein bisschen Zeug mit. Nein, na komm.
Lazarusstein. Du hast bloß einen? So, jetzt werden wir uns hier... Das heißt, warte, jetzt mache ich mich erstmal wieder leichter. Blutkaraffe. Damen sind auch schon schwer. So, okay. Also dann. Klettern wir nach oben. Komm her. Wo, ah, ich sehe es nicht. Wo bin ich denn? Komm, kletter nach oben. Oh Mann. Blöde Kamera. Das ist manchmal wirklich nervig. Ah, okay. Ja, kommt dann nur mal den Kopf. Jawohl, auf geht's. Komm. Ja, und jetzt nach unten. Komm nach unten. Geht's noch allen gut? Ich glaube schon. Nach dem Kampf werden wir vielleicht zurückkehren nach Grimthorn. So, jetzt müssen wir das Ding noch irgendwie... Das ist immer so ein bisschen das Schwierigste. Ja, komm. Ja, yeah, komm schon, wir haben dich. Juhu, komm her. Na, noch nicht, aber gleich. Oh, wo hat er denn noch ein Amulett? Komm her. Verflixt um eins ist noch irgendwo. Komm, wir nehmen mal den sauberen Lappen mit. Wo ist noch dieses eine Amulett? Eins hat er noch. Wo leuchtet er denn noch? Welches ist das? Ah, das am Fuß, oder? Ja, okay, wunderbar. Herzlichen Dank. So, nehmen wir mal die magischen Medaillen. Was habe ich? So. Du fällst auf mich drauf. So, Lazarusstein, Lazarusstein. Sonst noch was? Ich müsste mal meine Lampe wieder anmachen, oder? So, dann füllen wir mal Öl nach. Wunderbar. Damit wir wieder ein Licht haben. So. Ist immer gut, Quellwasser dabei zu haben. Leute, guckt, dass ihr immer viel von dem Zeug habt. Geht, ihr habt ein Ei gefunden. Ja, ne, da nimmt wieder irgendjemand Quellwasser. So, was haben wir denn hier jetzt gefunden? Oben haben wir auch noch gar nicht richtig geguckt. Dann gucken wir erstmal oben in alle. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich sowieso zurück. Oder haben wir hier noch irgendwo eine Arena? Ja, wir gehen mal nach oben. Genau, wir gucken erstmal oben. Heidewitzka aber auch. Das war jetzt nicht ohne. Diese Grim Goblins, die sind so fies. Die sind nämlich so schnell dran. Wow, wow, wow. So. Gibt's hier irgendwas zu finden? Hm, schade. Oh, Flasche mit Öl. Hier unten hat es unfassbar viel Öl, stelle ich fest. Ich glaube, hier sind wir reingekommen. Wir gucken es trotzdem mal in Ruhe an. Ne, wir sind auf der anderen Seite reingekommen. Okay. Da noch irgendetwas? Nö. Da, Kiste. Na also, siehst du? Und wieder ist nichts Ordentliches drin nach dem Kampf. Hey. Goldener Talisman. Naja. Gott. Nehmen wir halt den goldenen Talisman mit. Mal kurz auf die Karte schauen. Dann ist das die Tür, wo wir reingekommen sind. Okay, jetzt gucken wir uns aber noch die Räume unten an. Habe ich es doch falsch rumgemacht. Das ist mal wieder typisch Jolina. Juhu. Yeti, geh mir aus dem Weg. Komm, wir rennen ein bisschen. Wow, wow, wow. Tja, da war keine Gelegenheit, oben zu gucken. Voll runtergeknallt. Und dummerweise hat der Kampf so lange gedauert, dass man das Zeug nicht mehr einsammeln konnte. Das finde ich bei dem Spiel ein bisschen von Nachteil. Dass es immer so, ich weiß nicht, das Zeug so schnell weg ist, wenn man dann noch mit dem Kämpfen beschäftigt ist. Dann ist das Zeug weg. Noch eine leere Flasche. Komm, nehmen wir halt mal mit. Da ist nichts. Würziger Pilztee. Ich glaube, der ist auch für die Ausdauer nicht schlecht. So. Und noch Flasche mit Öl. Quert. Das ist der heiße Name. Da hat jemand die Tastatur wohl offensichtlich zum Namensgeber erhoben. Ah, guckt euch das an, hey. Was? Nochmal Grim Goblins? Ah, oh, danke für die Warnung, Babs. Jetzt machen wir es aber aus der Ferne. Ich meine, warum sollten wir uns in Gefahr begeben, wenn es nicht unbedingt nötig ist?
Meine Fresse aber auch. Was? Wer hat denn hier einen Schlafzauber? Die Babsi hält schon echt voll wieder ein Nickerchen. Ich weiß gar nicht, wieso. Wer zaubert hier denn? Danke, Quert, fürs Halten. Ich komme. Die werfen mit Steinen. Blödes Volk. Komm her. Echt, mit Steinen werfen die. Also so klein die sind, ehrlich. Ist doch nicht zu glauben, oder? Trunke nehmen wir mit. So, jetzt renne ich erstmal hier rum und guck, ob die was am Fallen lassen. Geldbeutel her damit. Vielleicht noch eine Blutkaraffe. Ja. Damit kann man auch irgendwas verbessern. Wirksamer, grün hatte ich. So, und wenn da jetzt keine Kiste ist, dann fange ich an zu schimpfen. Nochmal eine Blutkaraffe nehmen wir auch mit. Das ist echt keine Kiste, ich glaub's nicht. Na gut, die Feinde haben ja ordentlich Lazarussteine gedroppt, aber dennoch finde ich das ein bisschen schwach hier in der Kammer. Da sind noch eine. Ja, in Formationen sind sie gefährlich, das ist wohl wahr, also die darf man nicht unterschätzen. Und vor allen Dingen nicht, solange man selber noch so ein bisschen schwächlich ist. Ich meine, wenn man sich überlegt, dass es bis Stufe 200 geht in diesem Spiel. Was hast du da noch? Nee, nix, Messbusterkopf. Dann ist Stufe 52 natürlich noch nicht so groß. Ich habe ja in der letzten Folge, fällt mir da mal gerade ein bisschen über die Namen der Kammern philosophiert. Und es ist tatsächlich so, dass ich eigentlich nicht weiß, wieso die Namen haben, die sie haben. Ganz schön schwer das Zeug hier. Komm her. Eine Kammer machen wir noch, bevor wir hochgehen, würde ich vorschlagen. Komm her. Und du kriegst auch noch Lazarussteine. Genau, du kannst das alles tragen. Der ist ganz schön stark, du. Meine Güte, Quert. Also, ne, irgendwie mit diesen Kammernamen. Und was wir ja auch wissen ist, dass dieser Grabenbruch eigentlich die Achse ist, an der entlang sich alle anderen miteinander verbundenen Welten anschmiegen. Weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Also das ist so ein bisschen, wenn jemand von euch eine Deutung hat, ach, die Kiste haben wir schon, möge er mir doch die Deutung einfach mitteilen. So, jetzt komme ich hier wieder nicht raus. Da, okay. Puh. Die Kisten hauen wir auch noch kaputt. Vielleicht ist da noch irgendwie ein flüssiger Elan nochmal Öl. Ja, okay. Und ja, heil mich, genau. Heil mich bitte. Und den guten Quert auch. Ja, wunderbar. Herzlichen Dank, Yeti. So, wir gucken mal, ob wir noch eine Kammer finden. Jetzt sind wir ja erstmal wieder hier bei unserem Händler. Dann müssen wir da wieder rauslaufen. So, mein Guter, danke fürs Helfen. Joyce. Sie streifen noch immer umher. Ja, damit meint er die Vasallen, die ihre Erweckten verloren haben. Das heißt, der wahre Endfeind ist wohl offensichtlich noch nie bezwungen worden. Führt ihr genügend Stärkungsmittel mit euch? Ja. Würde ich jetzt mal behaupten, die Hälfte meines Inventars ist Stärkungsmittel. So, mal gucken, ob wir noch eine Kammer finden, die wir nicht hatten. Drücke im richtigen Moment. Ja, dann hoffe ich mal, dass das der richtige Moment ist. So, Spannung. Jetzt haben wir 8 Kammern. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt eine anspringen, die wir schon kennen, steigt. Aber wenn wir Glück haben. Kammer der Drangsal. Nein, da waren wir auch noch nicht. Na gut, dann werden wir die Kammer der Drangsal erforschen. Ah. Und einen großen Schutzfall. Yeti? Oh, hast du nichts abgekriegt, Yeti? Also ist doch echt nicht zu glauben. Das muss nicht so viel Energie kosten würde. So, okay, also dann mal rein hier und gucken, wo wir landen. Und welcher Bossgegner uns da erwartet. Also es ist ja so, dass in den Kammern selber hauptsächlich Bossgegner warten. Ah!
Komm her. Ich kann dieses No-Harpies nicht leiden. Komm her. Komm her. So. Komm her. So. Noch mehr. Oh, noch eine. Komm her. Los, los, los. Naja, also ich muss kommen. Ich weiß schon, sie kommt nicht. Sind das schon alle? Babs, hast du wieder ein Schläfchen gehalten? Oh, das ging aber flotti. Saures Bestienrippchen. Hast du uns irgendwas gedroppt? Nö. Geiz kriegen. Okay. Und, bisschen Hartknollentunke, flüssiger Elan, nein. Ich benutze den flüssigen Elan jetzt hier momentan nicht so häufig, weil ich ihn für Finstergram glaube zu brauchen. Ah! Deswegen versuchen wir hier mal möglichst ohne auszukommen. Da fliegt schon wieder eine Harpy. Ja, ja, ich sehe sie. Oh, das wird nicht die einzige gewesen sein. Ah, komm. Das ist noch eine. So. Das sind bestimmt noch nicht alle. Machen wir da mal noch ein bisschen. Ja, siehst du? Ich höre sie schreien. Und? Noch mehr? Okay, werden wir gleich sehen. Jetzt sammeln wir hier erstmal ein. Ja, genau, Rips. Nimm das Zeug mit. Und wehe, da ist nichts Rechtes drin. Blutdistel. Blutdistel. Heide Witzka. Bestimmt wieder ein Zweihänder, oder? Ein stachelbewehrter Hammer, von ihm getroffen zu werden, fühlt sich an, als würde das Innerste nach außen gekehrt. Ach, komm. Oh, das kann... Na gut, okay. Schlimmstenfalls schmeißen wir es weg. Ich kann es nur Yeti geben, die ist auch schon schwer. Ach komm, ich schmeiß es weg. Ein bisschen schade, dass in diesen Kisten oft Zeug ist, was man nicht benutzen kann. So. Oh. Langgestreckte Klaue. Apfeltunke. Langgestreckte Klaue. So. Da noch irgendwelche Harpies? Ich höre sie nicht mehr. Ihr blödes Lachen. Das heißt, wahrscheinlich kommen wir jetzt wieder in eine Arena. Wenn dem so ist, werden wir in jedem Fall wieder erstmal den großen Schutzfall. Ja, genau. Hier also Arena. Und erstmal den großen Schutzpfeil, weil die Harpchen, das war ja jetzt nicht so heftig. So. Haben wir alle erwischt? Ja, wunderbar. Dann also rein hier und Kammer der Drangsal. Der mächtigste aller Feinde wartet tief im Inneren. Drache. Drache. Und der macht keinen Schaden. Der Pfeil. Okay, dann werden wir mal gucken. Au, 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 du bist ein Eisdrache. Kein Wunder, macht das keinen Schaden. Also fangen wir erstmal gegens Herz. Komm her, komm, komm her, komm. Gegens Herz, gegens Herz, gegens Herz. Ja, Querb weiß das auch. Komm her. Komm, was ist, wenn ich diesen hier mache? Bringt nicht allzu viel. Außer, dass meine Energie weg ist. Ah, komm her, komm. Ja? Komm. Ah! So, wunderbar. Komm her, fall um. Wo bin ich? Wo bin ich? Jetzt wären natürlich die 1000 Küsse keine schlechte Sache. Und hau rauf, hau rauf, hau rauf, hau los, 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 los. Klapp, könntest du helfen beim Herz? Nein, macht er nicht. Schade. Ich bin einfach noch nicht stark genug. Dieses Vieh zaubert nämlich, wie ihr seht. Es gibt ja, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Drachenarten. Komm her. Ja, komm. Und wieder angreifen. Da werden wir relativ schnell fertig haben. Komm, 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 komm. Ja, komm. Komm, 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 komm. Ah, jetzt brüllt er meine Vasallen tot. Dann werden wir die erstmal wieder aufwecken. Das ist ein fieser
ein ganz fieser Skill, den die da haben. Oh, oh. Oh. Das war auch nicht fein hier. Komm, pullst du gleich nochmal? Nein. Gut, dann dürft man jetzt haben. Juhu! Und tschüss, mein Freund. Und tschüss, mein Freund. Juhu! Haha! So, und nichts verbessert? Oh, das ist fies. Dann sammeln wir hier mal ein. What's that? Lucky is the pawn able to fight at the arisen side. I am thankful. Ist das mal alles? Hold on. Wir müssen noch einen Lazarusstein mitnehmen. Azurblaue Drachenschuppe. Ja, bei den Drachen, wie gesagt, es gibt, glaube ich, 6 oder 7 Drachenarten. Und Halbdrachen. So, jetzt gucken wir uns hier aber noch eine Runde um. Mal ganz kurz das Rondell anschauen. Okay, wir laufen einmal rum. Da vorne ist der Ausgang. Hier sind wir hergekommen. Und noch irgendwas finden. Der Drache ist, ja, gut zu machen, wenn man weiß, dass man den gar nicht irgendwie, weil, da ist eine Kiste, dass man den eigentlich bloß am Herz angreifen kann. Ansonsten ist der wirklich schuppenbepanzert. Lazarussteinsplitter, naja, gut. Wir brauchen Lazarussteine, also sind wir mal nicht unzufrieden hier. Komm. Kiste kaputt? Nichts gefunden. Kiste kaputt? Nichts gefunden. Auch wieder eine Flasche mit Öl. Ich glaube, davon haben wir jetzt erstmal genug. Ein bisschen flüssiger Elan wäre nicht schlecht. Wo sind wir jetzt? Okay. Ah, Hartknollentunke? Nein, Milch, die nehme ich nicht mit. Wenn, dann Hartknollentunke. Das ist ja wirklich keine große Beute hier. Ist ein bisschen schade. Meine Güte, gar nichts, aber auch wirklich gar nichts. Lauter Bossgegner. Lauter Bossgegner. Ich will nicht hoffen, dass hier noch irgendeiner auftaucht. Ja. Was mir so gerade durch den Kopf ging, nachdem ihr gesehen habt, wie schnell wir die fertig gemacht haben. Ich wollte ja eigentlich Hardcore spielen. Warte mal, das ist doch aber nicht der Ausgang. Ah, da ist noch... Nö, ist nicht der Ausgang. Doch, ist der Ausgang. Gut, dann sind wir durch. Weil wir spielen es jetzt auf normal quasi. Und das geht doch schon relativ gut. Also Hardcore wäre spannender gewesen. Aber ich konnte es nicht mehr umstellen. Gut. So, haben wir hier eigentlich schon alles angeguckt? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube aber ja. Ah, nach oben müssen wir noch. Genau. Stimmt. Wir sind von unten gekommen. Wir sind ja direkt hier rein, ne? Sehe ich das richtig? Genau, hier sind wir reingekommen. Da haben wir auch noch gar keine Gelegenheit gehabt, das mal zu zerlegen. Das ist die Hartknollmilch, die nehmen wir nicht mit. Genau, hier war der Ausgang. Gut, dann gehen wir noch nach oben. Und ich denke, dann machen wir auch Schluss für heute. Es wird auch wieder Zeit, nach Grensoren zurückzukehren, mal das Lager zu versorgen. Und vielleicht auch zu gucken, ob wir noch irgendwas verbessern können. Wir haben jetzt wieder Zeugs gefunden. Komm, ich renn mal. Nicht, dass da oben noch Feinde sind. Wahrscheinlich sind da oben wieder Feinde. Wobei, es ist ruhig, ich höre nichts. Also viele Feinde erkennt man ja einfach. Ah doch, schau mal an. Direwolves. Und Snow Harpies. Oh, das ist doch lästig. Komm her. Komm. Jetzt haben wir das Vieh. Na, da ist sie noch, oder? Komm her. Komm, komm, komm. So, erstmal die Harpie, nicht das... Oh. Reisestein. Gletscherfittig. Das ist noch eine. Oh, falsche Richtung gehüpft. Lass du Yeti in Ruhe. Komm her. Meine Güte.
Es war doch klar, dass das hier nicht ohne Feinde geht. Oh, ich bin eingefroren. Mistviecher. Komm her. Komm, ich krieg dich. Ah, verflixt haben wir aber auch. Also gut, dann nehmen wir jetzt den großen Querschläger. Die geht mir nämlich auf die Nerven hier. So. Jetzt nehmen wir diesen Reisestein endlich mit. Gletscherfittich nehmen wir auch mit. Hm, da ist ein Lazarusstein. Schattenwolfpelz nehmen wir auch mit. Lazarussteinsplitter. Lazarussteinsplitter sind immer noch. Immer noch Direwolves. Schattenwölfe. Haben wir jetzt alle? Glaube ja. Gut, dann nehmen wir das Zeug hier noch mit. Komm, der wirksame Grünlatt, der kann, stört uns auch nicht. Nehmen wir mit. So, jetzt einmal rumgucken. Da ist noch ein großer Reißzahn. Nix gefunden. So. Was, die sind ganz schön groß. Da ist eine Kiste. Wie, da ist nichts Schönes drin. Wirbelklaue. Yeti, ist das etwas was für dich? Taugt? Ja, vielleicht kann man gucken, ob er für mich taugt. Wirbelklaue. Ja, die hat schon. Lass gucken. Nee. Ich glaube, das, was wir haben, ist besser. Das gucken wir uns aber nachher in Grinsoren in Ruhe an. Jetzt machen wir hier noch ganz kurz diese Kammer fertig. Und dann kehren wir zurück nach Grinsoren. Versorgen das Lager, werden gucken, ob wir was verbessern können, bevor wir dann wieder weiterhüpfen. Oh, komm her. Ah, Gesundheitstrunk, her damit. Jetzt kann ich mich bald überhaupt nicht mehr bewegen. Da ist noch eine Kiste. Bitte sei was Schönes. Sei was Schönes, was immer ich da rausholen. Ah, gut. Diese Feulanten, diese Zauberbücher. Es gibt so ein, zwei, die ich ganz sinnig finde, aber meistens nehme ich die gar nicht mit. So, da ist noch eine Kiste. Bitte, bitte. Lazarussteinsplitter. Okay. Dann kehren wir zurück nach Grinsoren. Da haben wir ja schon einige Splitter gefunden. Ein ewiger Reisestein. Komm mal hoch. So. Grinsoren. Welche Kammer ich euch noch nicht gezeigt habe, weil ich sie noch nicht gefunden habe, also wir noch nicht hingehüpft sind, das ist die Kammer der Wehklage. Dort werden wir dem Urdrachen begegnen und das wird wow. Also da kraut's mir schon ein bisschen vor. Insbesondere bei unseren dann doch noch etwas schwächlichen Vasallen. Und auch, nicht nur die Vasallen sind schwächlich. Wir gucken auch mal, welche Quests da gibt. Können wir nämlich nebenbei so erledigen. So, jetzt lagern wir erstmal ein. Die leere Flasche nehmen wir nicht mit. Was habt ihr so? Öl finde ich ganz okay. Ups, du hast die Pfeile, aber du benutzt sie ja nicht. Das finde ich ein bisschen schade, dass unsere Vasallen diese verbesserten Pfeile nicht benutzen. Da gibt es ja allerlei. Sprengpfeile und Schlafpfeile, Ölpfeile, die sind gar nicht schlecht, so. Komm her, Pferd. Abgeben. Ups, abgeben. Geht hier halt nichts. Ich nehme auch bloß 4 mit, komm. So viel brauche ich nicht. Dann die Wirbelklaue. Ja, die ist nicht so gut, längst nicht so gut wie das, was wir haben. Babs hat den Harnisch. Page, Orende Reinigung, komm, die tun wir jetzt mal weg. Babs hat noch einen Ring. So, okay. Ja, genau. Jetzt gehen wir noch gucken, ob wir was verbessern können. Ich habe euch ja gesagt, dass ich euch da von Zeit zu Zeit mitnehme. Warte mal, ist das nicht... Such a magnificent fortress was useless. Was hast denn du für einen Wahnsinnsstar? Naja, egal. Gut, okay. Ich habe dich jetzt nicht verstanden, Quert. Quert, ich könnte mich totlachen. Was eine coole Idee. Genau, wir gucken auch mal dann noch in den... an den Questboards. So. Oh, hallo. Ja, ich weiß, du magst keine Magie. So, können wir irgendwas verbessern? Ist schade, dass der Drache vorher nichts verbessert hat. Aber es ist schon alles ziemlich gut.
Was fehlt uns denn da? Muskelkraftrunen? Schade. Nö, wir können echt nichts verbessern. Okay, so. Dann lass mal schauen, was wir hier im Questboard einsammeln können, weil wie gesagt, vieles macht sich ja so von nebenbei. So, lass mal schauen. 66 Schädel. Na komm, wir nehmen es mit. Erfüllt die Aufgabe 66 Schädel. Dann sollten wir auch mal ganz kurz zurück an den Riftstein, damit meine Vasallen sich regenerieren. Wir gucken da noch ins Questboard und dann machen wir aber auch wirklich Schluss für heute. Da sind wir schon wieder bei einer halben Stunde. Es hat sich ja mittlerweile so ein bisschen eingependelt, dass es immer eine halbe Stunde ist. Schattenwölfe, 30 Schattenwölfe, grimmige Kunde, 7 Grimmgoblins. Ja, den Quest hätten wir vorher haben sollen. Die hat man nämlich gerade da unten erschlagen. So, meine Lieben, bitte kommt mal alle her, damit sich. Ja, siehst du, da seht ihr da hinten, wie sich die Lebensleiste von Quert füllt. Ihr Lieben. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao!